Es wird die größte Revolution des 21. Jahrhunderts. Die Energiewende. Weg vom dreckigen Kohlestrom hin zu neuen Technologien. Strom durch Wind, Sonne, Wasser, nachwachsende Rohstoffe und Biogas. Doch kaum einer stellt sich die alles entscheidende Frage: Wie kommt der Strom zu dir nach Hause? Für Licht, WLAN und bald auch Elektroautos. Der Strom wird erzeugt, gelangt zu einer Trafostation, die mit einer anderen Trafostation verbunden ist, von dort aus ins Haus, dahin oder dorthin und auch zu dir. Und jemanden, der sich damit beschäftigt, zeige ich euch jetzt. Ja, wir sind eine Elektrofirma, eine ganz klassische. Wir arbeiten in allen Branchen, die man so hat, im Eigenheimbau, im Freileitungsbau, für die E.ON Edis, also für den Energieversorger, für Biogasanlagen und diese erneuerbaren Energien, halt PV-Anlagenbetreiber. Und wir tun halt alles, damit der Strom in die Steckdose kommt. So. Also unsere direkten Aufgaben im Hausanschlussbereich ist halt alles, um das Haus zu elektrifizieren, damit wir halt unsere Sachen nutzen können, Internet, Fernsehen, Waschmaschine, alles, was man so kennt im Haushalt, was über Strom betrieben wird. Dafür sind wir zuständig, dass das ins Haus hineinkommt. Und bei diesen Anschlüssen wird natürlich auch viel Tiefbau gemacht. Also es muss ja erstmal vorhandene Kabel der Edis auf der Straße, meistens irgendwie unter der Erde, angeschlossen werden. Halt. Also wir haben auch Tiefbau dabei. Kann auch baggern, wenn man da Lust drauf hat. Und dann werden Muffen gebaut und dann werden die Häuser angeschlossen. Ja, und unsere Branche hat eben einen grundsätzlichen Arbeitskräftemangel und Nachwuchsmangel. Wir haben viele Dinge, die wir dem Nachwuchs beibringen möchten. Alles redet über Digitalisierung und keiner redet über Elektriker. Also die Elektriker sind das Zwischenglied, um überhaupt die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Das ist ein Markt ohne Ende. Unser Lohnniveau hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Es ist wirklich spannend. Wir haben Aufträge bis zum Jahresende. Wir arbeiten für 4 Regionalzentren, für die E.ON Edis, also für Energiebetreiber. Also über Arbeit können wir uns nicht beklagen und wir wünschen uns tolle, fitte Mitarbeiter, die uns auf diesem Weg halt begleiten. Also wenn der Beruf des Elektrikers was für dich ist, komm einfach bei uns vorbei, lass uns ein Praktikum vereinbaren und dann werden wir sehen, ob es wirklich dein Traumberuf werden kann.